Ja, danke, Angela. Ulrich aus München wollte noch mal kurz was sagen. Ich wollte noch ein paar Worte zum Thema Energie sagen. Ich halte die Uhr dazu fest, weil dann nachher die Schweigeminute kommt. Vorweg wollte ich noch etwas anderes sagen. Zum Thema Ukraine, zum Thema Syrien und zu den vorher erwähnten Themen habe ich einige Zeit recherchiert und habe auf der Homepage montagsdemonstrationen.org, also das, was wir hier tun im Plural und org, ein paar Informationen zusammengestellt und vor allem wichtige Links auf die aus meiner Sicht entscheidendsten Quellen. Also wer ein bisschen Argumentationsbasis zu diesen Themen haben möchte, kann sich dort umschauen. Was ich jetzt sage, ist etwas, was mich beruflich immer sehr stark bewegt hat und nur auf den ersten Blick ein anderes Thema zu sein scheint als der Frieden, ist das Thema Energie. Ich glaube, die meisten wissen, dass wir den Peak beim Öl überschritten haben. Wir haben ungefähr im Jahr 2006 für konventionelles Öl den Peak überschritten. Konventionelles Öl ist das, das man einfach aus dem Boden saugen kann, wenn man dort einbohrt. Dass wir weiterhin die Förderraten gehalten haben, war ausschließlich möglich durch zusätzliche Förderung von Ölsand. Ihr wisst, welche ökologischen Auswirkungen das hat und dass man für den Ölsand ungefähr 25% der Energie nochmal an Gas zusätzlich braucht. Wir haben es geschafft, durch Schweröle, also durch teerartige Öle und durch Tiefseebohrungen. Das sind alles Sachen, die kosten viel Geld, und was viel Geld kostet, ist meistens auch ein Indiz für Umweltschäden. Neben den Umweltschäden hat es aber noch eine ganz andere Folge, das haben viele Leute nicht so vergegenwärtigt. Der Peaköl, der entsteht oder der kommt bei massiver Ölförderung ungefähr dann zum Eintritt, wenn man die Hälfte des Öls verbraucht hat, und nach dem Peak sinkt die Ölfördermenge rapid. Und diese Zeit haben wir sehr kurz vor uns. Das heißt, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren sinkende Fördermengen haben. Wahrscheinlich können das auch die nicht konventionellen Fördermethoden nicht einfach auffangen. Was bei den wenigsten Menschen angekommen ist, ist, dass dieselbe Situation für Gas, für Erdgas, ganz kurz bevorsteht. Das heißt, wir werden auch beim Gas in den nächsten Jahren den Peak erleben. Für uns Deutsche, Europäer, stellt sich die Situation noch einmal ein bisschen schwieriger dar, weil das Öl, aus dem wir gespeist werden, schon gepiekt hat. Das sind die westlichen Ölquellen in Russland, Gasquellen, Entschuldigung, und die Gasquellen in Europa. Wir haben bis jetzt der Gas immer aus der Pipeline bekommen. Wir werden in Zukunft Gas aus Schiffen bekommen, dort wird es verflüssigt. Und es gibt weltweit eine ganze Menge Häfen, die sind in der Lage, Gas zu entflüssigen, also Schiffe zu entladen. Es gibt aber nur ganz wenige Terminals auf der Erde, die in der Lage sind, Gas zu verflüssigen und auf die Schiffe zu verladen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in kurzer Zeit mit einem harten Verteilungskampf auch um das Erdgas konfrontiert sein. Was mich am meisten überrascht hat, selbst die Kohle soll nach einem Bericht der Energy Watch Group, das ist also eine Gruppe, die unter anderem auch vom Josef Fell oder Jochen Fell betreut wird, auch die Kohle soll pieken. Nach weiteren Informationen weiß ich, dass die nicht wirtschaftlich förderbaren Kohlemengen im Verhältnis zur wirtschaftlich förderbaren Kohlemenge erheblich viel größer ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Kohle immer noch da sein wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Kohle im Preis massiv steigen wird. Bis jetzt liegt die Kohle bei ungefähr einem Viertel des Erdölpreises oder niedriger. Das heißt, hier wird eine Anpassung stattfinden. Übrigens werden diese Effekte auch zur Bereinigung der Strompreise führen. Es wird dann nicht mehr Börsenpreise um 5 Cent geben. Man muss das wissen, ja, beim Gas vielleicht auch noch hinzuzufügen, wir wissen, dass die wesentliche Quelle für nicht konventionelles Gas das Shelfgas ist, also das Fracking, was uns ja auch in Deutschland teilweise schon droht. Und das Fracking ist ein extremes Strohfeuer. Ein
Sales, das per Fracking erschlossen wird, hat bereits nach dem ersten Monat eine monatliche sinkt, also die Förderrate sinkt monatlich um eine einstellige Prozentzahl. In 3 Jahren ist so ein Feld fast alle. Das heißt, das, was die USA derzeit betreiben und ihr Land komplett kaputt machen, ist ein ganz kurzes Strohfeuer und sie werden danach dieselbe Not haben wie vorher. Ja, und neben den ökologischen Auswirkungen bin ich eigentlich da, wo ich hin will, bei dem Thema Not. Was wir heute erleben, ist, dass die Mächtigen uns von dem, was die Erde uns bietet, entfremden. Sie entfremden uns, indem sie uns den Konsum beibringen, indem sie uns die Wirtschaft dazu animieren, obsolete Produkte zu produzieren, die in Kürze nicht mehr verwendbar sind. Sie animiert uns, sehr verschwenderisch mit Energie umzugehen. Und was vielleicht wichtig ist, an der Stelle zu sehen, ich habe selber in der Photovoltaikindustrie gearbeitet, hat mir viel Freude gemacht, aber wir decken heute ein Viertel unseres Stromes mit Solarenergie, aber bei der Gesamtenergie, bei der Heizenergie im Verkehr ist es ein noch viel kleinerer Bruchteil. Und ich wage zu behaupten, wenn wir den heutigen Energiebedarf mit regenerativen Energien decken wollen, dann werden wir auch ein ökologisches Desaster erleben. Das heißt, die Mengen Energie, wie wir sie heute verbrauchen, die kann uns die Erde nicht zur Verfügung stellen, gleichwohl die Sonne noch so schön scheint. Die Technik, um diese Energie zu ernten, ist auch mit einem ökologischen Rucksack verbunden. Und das ist nicht einmal ein Problem. Wir haben heute die Technik, um wenigstens mit einem Viertel unseres heutigen Energiebedarfs sehr komfortabel zu leben. Es gibt Passivhäuser, die brauchen nur noch ein Zehntel dessen, was normale Häuser brauchen an Energie. Wir können mit Fahrrädern fahren, mit Pedelecs, die sehr wenig Energie brauchen. Es gäbe auch Autos, die 3 Liter brauchen, selbst welche mit 2 Litern wären ohne weiteres möglich. Das ist ein eigenes Thema, in das ich involviert war. Nein, es sind nicht neue Motoren, die Autos müssen kleiner und aerodynamischer und leichter werden. Das ist der einzige Schritt. Wir können Produkte konsumieren, die länger leben und wir können weniger davon konsumieren, wir können sie reparieren. Das ist eine Frage, die kann jeder für sich alleine entscheiden. Jeder kann unabhängig werden von Energie und die Politik, die Gesellschaft kann die Wege, die Weichen dafür stellen, dass es die gesamte Gesellschaft auch als Ganzes tut. Das heißt auch die einfachen Bildzeitungsleser. Der Schritt, unabhängig von Energie zu werden, bedeutet eine immense Freiheit, politische Freiheit. Dasselbe wie mit dem Geld, es ist auch eine Ressource, die man uns verknappt, künstlich verknappt, wie man es mit der Energie macht. Wir können auch allein aus solarer oder regenerativer Energie leben. So, jetzt ist 20 Uhr und ich mache ganz abrupt ein Ende und leite, wenn es in deinem Sinne ist, in die Schweigeminute. Eine Minute.